1500 Partygäste feierten am Sonntagnachmittag zusammen mit dem Kreuzberger Fußballclub Türkiyemspor seinen 40. Geburtstag. Mit dabei sind viele, die die Geschichte des aktuellen Landesligisten maßgeblich mitprägten. Einer der prägendsten Momente an diesem Tag war mit Sicherheit der Treffer von BK Jagne im Spiel gegen den einstigen Konkurrenten von Union Berlin, mit dem man sich in den 90er Jahren die ein oder andere fußballerische Schlacht lieferte. Und trotz des klaren 9:1 Erfolges des Zweitligisten, seinem letzten Freundschaftsspiel vor der Sommerpause, die Spieler vor Türkiyemspor und vor allem sein stets agil arbeitender Angreifer BK Jagne hat noch weitere Chancen, um mehr Treffer gegen die Eisernen zu erzielen. Da freue ich mich natürlich immer, wenn Tor von ihm kommt. Ich glaube, wenn er vorm Tor manchmal noch ein bisschen ruhiger wäre und entspannter, hätte er noch 10, 15 Tore mehr. Aber ich freue mich über jeden Treffer von ihm, ist ein toller Junge. Als er reingeht auf jeden Fall, war das wie so eine Erlösung, weil man will ja für die Zuschauer, die gekommen sind, gerade von Türkyemspor, den auch zeigen, dass wir uns hier belohnen wollen. Und da ist auf jeden Fall ein Stein vom Herzen gefallen, dass es zumindest einmal geklappt hat. Und ja gut, wenn es die Male, wo es nicht geklappt hat, ärgert man sich natürlich, dass der Aufwand dann umsonst gewesen ist, weil der Platz relativ groß ist. Und wenn man dann einen langen Weg macht auf einen Konter oder für einen Konter, der dann nicht reingeht, der ist halt ärgerlich. Der Geburtstag beginnt mit einem Spiel der Türkyemspor Allstars gegen die Türkyemspor-Legenden. Dabei sind viele, die den Verein in den glorreichen Zeiten mitprägten. Den 80er und 90er Jahren spielte der Club vor gut und gerne 12.000 Zuschauern, gewann dreimal den Berliner Pokal und agiert in der dritthöchsten Spielklasse. Heute haben wir die alten Freunde, alten Spieler, alten Trainer haben wir uns hier getroffen, gesehen. Und das ist 40-jähriges Feier. Ist natürlich, freut man sich darüber. Ehemalige Vorsitzende, ehemalige Vorstandskollegen. Ich habe auch 6 Jahre lang im Vorstand Vorsitzende hier habe ich zu tun gehabt. Ich freue mich darüber. Natürlich, dass die Türkyemspor sowas getan hat und gemacht hat. Eine tolle Geschichte, die über Kreuzberg hinaus geht. Deshalb sage ich an dieser Stelle danke für 40 Jahre Fußballgeschichte in Berlin. Danke für das Miteinander, danke für die Verbindung über den Sport und das friedliche Gemeinsame, was auf dem Feld dann auch in die Familien, in die Gesellschaft, in die Stadtgesellschaft getragen worden ist. Und diese Zuschauer hier, das war damalige Zeit gar nichts. Das Stadion war hier knüppelvoll. Die Atmosphäre, die Kumpels, die Kameradschaft. Das war einmalig, das kommt nicht wieder. Auf wen hat man sich heute vielleicht am meisten gefreut, den mal wiederzusehen, gegen den oder mit dem auf dem Platz zu stehen? Also ich muss sagen, alle. Ich habe sehr gutes Verhältnis mit allen Spielern gehabt, auch heute noch. Deswegen habe ich mich gefreut, alle zu sehen. Wenn Sie die 80er Jahre ansprechen, wie war das damals? Wie wurde man in der Stadt wahrgenommen? Wie waren die Duelle gegen die anderen Berliner Vereine? Was ist da so hängen geblieben? Damals war so ein bisschen Neid. Als erster türkischer Verein in der Oberliga, sowie Zuschauer, da war ein bisschen Neid dabei, aber uns hat es nicht ausgemacht. Wir hatten unseren Spaß. Es ist ein Kultverein, wie jeder eigentlich weiß in Berlin, auch über die Grenzen von Deutschland hinaus. Und der Verein hat so viel bewegt, viel für die Integration getan, viel für die Völkerverständigung. Von daher ein super Tag, super Anlass. Auf wen freut man sich vielleicht am meisten, den mal wiederzusehen? Und was war so das Schönste, was Sie mit Türkyemspor erlebt haben? Na, wir haben uns natürlich auf jeden Fall darauf gefreut, die noch Älteren von uns wiederzusehen, ne, die ja den Weg für uns geebnet haben, die geöffnet haben, die als erstes den Berliner Pokal gewonnen haben. Das waren ja für uns erstmal Idole, Legenden und gegen die haben wir heute gespielt. Wir haben die Legenden gehabt und die Allstars, von daher eigentlich aber auf alle. Alle, die im Verein mal mitgewirkt haben, auch auf die Zuschauer. Also rundum gelungene Aktion. Jetzt ist ja das Spiel gegen Union Berlin auch deswegen, weil es früher heiße Duelle gibt. Wenn Sie sich daran zurückerinnern, was war das für eine Zeit? Was waren das für Duelle? Worin lag die Brisanz? Na, die Brisanz lag erstmal darin, dass die Stadien wirklich voll waren. Also über 10.000 Zuschauer war ganz normal und das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Union ist in der zweiten Bundesliga, hat 20.000, 25.000 Mann hinterm Rücken. Bei Türkyemspor hat sich das etwas anders entwickelt, aber früher waren die Duelle heißblütig, da ging es auch ab richtig in den Zuschauerrängen und von daher war das einfach auch toll für einen Fußballer, ne, sowas mitzunehmen, die Erfahrung einfach.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, Türkiyemspor ist ein wichtiger Verein, auch für die Integration. Ist er vielleicht in den Zeiten, wie sie heute sind, noch wichtiger, weil er sagt, bei uns ist jeder willkommen, hier kann jeder so sein, wie er ist, hier ist jeder einfach nur da, um mit Fußball zu spielen und mit einem Freund zu sein. Genau so ist es. Der Verein besteht ja nicht nur aus türkischen Fußballern. Hier sind, ich glaube, alle Nationalitäten vertreten. Der Verein hat ja auch nicht umsonst den Integrationspreis gewonnen, auch vom DFB. Also, die machen sehr viel dafür. Es gibt eine Frauenmannschaft, eine Mädchenmannschaft. Es gibt eine Flüchtlingsmannschaft sogar. Die wurde ganz schnell aufgebaut. Von daher sind auch alle willkommen hier in dem Verein. Abschließend gefragt, was für ein Ergebnis wünschen Sie sich denn gleich für das Spiel? Das Spiel soll einfach attraktiv sein. Wie es ausgeht, ist vollkommen egal. Es ist nebensächlich heute. Die Leute sollen Spaß haben. Die Leute sollen miteinander reden, Autogramme schreiben. Das war's. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Türkiyemspor-Trainer Lars Mosko, der zuvor unter anderem auch als Scout für den VfL Wolfsburg tätig gewesen ist, kennt aus dieser Zeit nicht nur Edin Dzeko, sondern auch Union Sebastian Polter. Will zumindest eigentlich nicht allzu hoch verlieren, aber natürlich soll der Spaß bei diesem Spiel im Vordergrund stehen. Die Köpenicker, die am Freitag mit 6:0 gegen Tasmania Berlin gewinnen konnten, kennen sich zumindest in Teilen gut aus in Sachen Berliner Fußballtradition. Ich bin jetzt auch relativ lange in Berlin, habe auch die glanzvolleren Zeiten von Türkiyem auch mitbekommen und dementsprechend war ich im Bilde darüber, was das für ein Verein ist und was der für Berlin und gerade hier für den Stadtteil auch leistet und geleistet hat. Und ja, dass sie ganz gute Jungs dabei haben, immer wieder, die auch kicken können, hat man, denke ich, heute auch gesehen in Phasen. Zunächst sieht man aber, dass die Jungs des 1. FC Union Berlin in diesem Spiel gut kicken können, mit einem sicher guten Packingwert für den ersten Pass und dem dann direkten Spiel auf den Österreicher Philipp Hosenjahr gehen die Eisernen in Führung. Und Union bleibt weiter spielbestimmt, Eckball von Akaki Gogia und dann ist es letztlich Berkantas, der zum 2:0 vollendet. Routinier Michael Parensen bedient dann abermals Philipp Hosenjahr zum 3:0, der nun in seinem Leben gegen Türkiyemspor genauso viele Tore erzielt hat wie gegen die Färöerinseln. Union Berlin spielt in einer Partie, in der weitaus weniger Druck vorhanden sein sollte als in den anderen Begegnungen der Spielzeit, mit jeder Menge Spaß auf. Muss man ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite, klar, macht es schon Spaß, wenn man ohne Druck Fußball spielt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen was, die ganze Spannung fällt ab. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu locker nimmt und sich nicht in so einem Spiel dann noch verletzt, womöglich, weil man nicht mit der Ernsthaftigkeit dabei ist, mit der man im Ligaspiel dabei ist. Nach einem kurzen Pausenplausch macht Union kurzen Prozess. Der nächste, der sich in die Torschützenliste eintragen kann, ist U21-Nationalspieler Marcel Hartl, der auch sichtbar Spaß am Spiel hat. Und da fällt der vierte Treffer von 1. FC Union Berlin. Eine Lehre, die die Spieler von Türkiyemspor aus dieser Partie ziehen können, ist die, dass man gegen gestandene Profis nicht allzu oft in 1:1-Duelle gehen sollte. Berkantas mit dem 5. Treffer für die Eisernen. Und dann erkämpft sich BK Jagne seinen Treffer, das Geburtstagstor für Türkiyemspor. Mit viel Willen belohnt sich der Offensivakteur für eine sehr auffällige gute Leistung an diesem Tag. Marcel Hartl, der Türkiyemspors Torschütze, am Mittelkreis per Handshake gratulierte, erzielt dann den nächsten Treffer für Union. Aber in einem laudigen Spiel bei bestem Wetter erspielt sich der Landesligist zwei weitere hochkarätige Chancen, an denen auch immer wieder BK Jagne beteiligt ist. Es hätten auch gut und gerne zwei weitere Treffer für die Hausherren sein können. Ich glaube, die Leute hatten hier einfach einen schönen Tag. Das Ergebnis ist für mich völlig nebensächlich. Wir hätten ja auch, wenn wir jetzt gegen Union nicht gespielt hätten, wahrscheinlich ein Testspiel gemacht. So hatten wir Union als Testspiel. Das war ganz gut. Ja? Da sehen die Jungs mal, wie Profifußball funktioniert. Und ich fand es einen ganz, ganz tollen Tag für die Zuschauer, für die Türkiyem-Fans und auch für meine Spieler. Den letzten Treffer für Union erzielt Marc Torion, der sich auch dank des Geschwindigkeitsvorteils durch die Abwehr der Hausherren tanken kann. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir ganz gut Lehrgeld gezahlt, was die Geschwindigkeit auch angeht. Also ich habe das gemerkt, in der 80. Minute, wenn die halt nochmal anziehen, sind die halt deutlich fitter als wir. Und das ist halt vor allen Dingen auch technisch sowieso besser. Also für uns war das halt heute auch ein Spaßspiel. Wir haben versucht, halt uns möglichst reinzuhauen. Aber ich glaube, uns wurden auch ganz gut die Grenzen aufgezeigt, auch wenn wir ein, zwei Chancen hatten, die wir liegen gelassen haben.
dass wir vielleicht vorne mehr Tore schießen müssen, als wir hinten reinbekommen. Felix Groß war natürlich schade, dass der heute nicht dabei war. Ansonsten der Torion, der Verteidiger von SC Freiburg, fand ich natürlich cool, dass man gegen so jemanden, der auch Bundesliga-Erfahrung hat, in der ersten Bundesliga-Erfahrung hat, gespielt hat. Ansonsten war das halt spaßig, gegen alle von denen zu spielen. Also ich habe mir da gar keinen besonderen erhofft, außer halt Felix Groß. Für Türkiyumspor steht nun der Aufstieg in die Berlin-Liga im Vordergrund. Für Union geht es darum, die Lehren aus dieser Spielzeit mit in die kommende Saison zu nehmen, in der die Kontrahenten an Hamburger SV und der 1. FC Köln heißen werden. Zwei Vereine, die ebenso wie Türkiyumspor für eine Form der Fußballkultur und Tradition stehen.